Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es darum, wie man den Miner richtig verteidigt und wie man sich gegen die typischen Miner-Decks verhält. Bevor ich jetzt mit Tipps und Tricks starte, wie man den Miner richtig verteidigt, muss man erstmal verstehen, wie der Miner eigentlich funktioniert. Dabei muss man wissen, er wird in 95% aller Fälle als Mini-Tank, als Allrounder eingesetzt. Er dealt an den Türmen enorm wenig Schaden. Er dealt weniger Schaden als ein Skelett, zum Beispiel am Turm, also das ist gar nichts. Den Schaden von Miner muss man nicht so richtig beachten, allerdings tankt er für Einheiten, die deutlich, deutlich mehr Schaden machen. Das wäre jetzt hier so ein typisches Miner-Deck, da sieht man oft den Mini-Packer ist oft dabei oder die Minion-Horde, die Spear-Goblins sind auch dabei. Das ist auch das Deck, was momentan sehr oft in den Top 200 der Welt gespielt wird. Hier zeige ich euch jetzt mal ein Beispiel, wieso das typische Miner-Deck funktioniert. Ich setze einen Schweinereiter oder Kobolde in der Verteidigung, dann zappt der Gegner, haut einen Mini-Packer drauf und bevor der Mini-Packer jetzt in Tower Range ist, setzt der Gegner einen Miner. Der Miner-Tank macht nicht viel Damage, aber dann kommt der Mini-Packer und der hat richtig, richtig viel Schaden dabei und so würde dann auch der Turm fallen. Das Ganze geht mit dem Miner, das geht natürlich auch mit der Minion-Horde, mit Kobold, mit allen möglichen Einheiten, die wenig Leben haben, dafür sehr viel Schaden. Der Miner hat etwas mehr Leben, dafür weniger Schaden. Das ist so die Harmonie zwischen den Karten. Um den Miner richtig verteidigen zu können, wäre es am besten, wenn man immer vorhersehen kann, wo der Miner rauskommt und dann setzt ihr da zum Beispiel einen Allrounder hin, wie eine Valkyrie, ein Dark Prince, ein Ritter zum Beispiel, Mini-Packer. Wenn ihr genau da, wo der Miner rauskommt, eure Truppe einsetzt. Ihr wisst natürlich nicht, wo der Miner rauskommt, aber da kann ich euch jetzt so ein paar Tipps und Tricks verraten, wo zu einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit der Miner immer platziert wird. So, wir nehmen jetzt mal hier ein normales Szenario, wenn der Gegner den Miner vor den Turm platzieren würde. Das passiert nie und ich zeige euch mal ganz kurz, warum das nie passiert. Also ein guter Miner-Spieler würde den Miner niemals vor den Turm packen. So, die Truppen vom Gegner kommen, Miner ist am Start. Und jetzt ist der Miner vorm Turm und Kobolde oder ein Mini-Packer, Minion-Horde, alles was Damage macht, ist dann direkt hinter den Miner. Der Miner wird angegriffen und durch den Flächendamage, jetzt habe ich hier meine Prinzessin am Start, da könnt ihr natürlich auch einen Magier benutzen, eine Valkyrie oder sonst irgendwas mit Flächendamage. Und ihr seht das jetzt, der Miner kriegt Damage und alle Kobolde und Skeletons auch. So wird der Miner in der Regel nie eingesetzt, nie. Kein guter Miner-Spieler setzt den Miner vor dem Turm. Okay, jetzt haben wir hier nochmal genau das gleiche Szenario. Ich setze wieder die Prinzessin, aber jetzt ist der Miner nicht vor dem Turm, sondern hinter dem Turm. Der Flächendamage greift den Miner an und Kobolde, Skelette und alles mögliche bekommen den Flächenschaden nicht ab. Also es ist schon mal tausendmal besser, den Miner hinter den Turm zu stellen, anstatt vor den Turm. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten, ganz klar, wenn ihr Truppen einsetzt. Eher hinter den Tower als vor den Tower. Wie genau die Truppen eingesetzt werden, dazu kommen wir noch gleich. So, jetzt haben wir erstmal besprochen, dass es mehr Sinn macht, den Miner hinter den Turm zu stellen, anstatt vor den Turm. Jetzt gibt es aber natürlich doch die Option links und rechts, was macht da mehr Sinn? Jetzt haben wir den Miner einmal hier in der Mitte, ganz klar, es lohnt sich in 99% der Fälle nicht. Beide Türme können jetzt den Miner angreifen, der fällt sofort um, macht nicht richtig Damage, kann auch nicht richtig für andere Truppen tanken, also den Miner nach innen zu platzieren, ist auch schlechter. Okay, dann gibt es natürlich noch eine vierte Option, den Miner nach außen zu platzieren. Das ist auch auf jeden Fall schon besser. Er wird nicht von beiden Türmen angegriffen und wenn der Gegner jetzt mit Einheiten noch von vorne kommen würde, dann würden die in der Regel keinen Schaden von Flächenschaden erhalten. Also, zwei Positionen fallen weg, vorne und innen wird der Miner nicht platziert. Also könnt ihr schon mal ein bisschen besser vorhersagen, wo der Gegner den Miner platzieren wird. Entweder außen oder hinter den Turm. Okay, jetzt wisst ihr also, dass der Miner nur hinten oder außen neben den Turm platziert wird. Jetzt könnt ihr das ganz leicht predicten. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten für Truppen, die ihr einsetzen könnt. Einmal die Skelette zum Distract. Also ihr ahnt, wo der Miner hinkommen wird, setzt die Skelette. Jetzt muss der Miner dreimal die Skelette hauen und kann dann nur zwei Hits am Turm landen. Das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Der Miner kostet 3 Elixier. Die Skelette, sogar die neuen Skelette, nur noch 3 anstatt 4, kosten nur 1 Elixier. Das lohnt sich. Okay, eine Option ist billige kleine Truppen einsetzen zum Distracten. Die andere Option wäre ein Allrounder einsetzen. Da könnt ihr die Valkyrie nehmen. Ich hatte es am Anfang des Videos schon erzählt. Ich habe jetzt in diesem Beispiel der Ritter. Der eignet sich dazu sehr gut. Ihr erahnt, wo der Gegner seine Truppen setzt, setzt einen Ritter drauf und der Ritter macht den Miner komplett
fertig. Der Miner ist ja eigentlich nur genau wie ein Ritter, nur hat weniger Leben, weniger Schaden. Dafür kann er instant auf der ganzen Map erscheinen. So kann man das Ganze auch verteidigen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Tipp, den ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben möchte. Ihr wisst, dass der Miner nur hinter den Turm und außen neben den Turm platziert wird. Und jetzt kommt der goldene Spot, das goldene Feld, wo ihr euren Allrounder oder Damage-Einheiten, ihr könnt da die Kobolde nehmen, den Ritter, den Mini-Packer, den Prinzen, alles mögliche könnt ihr benutzen. Tut eure Einheiten genau auf dieses Feld, wo ich jetzt meine Einheiten hinpacke. Mein Ritter, genau. Genau dahin. Und es ist egal, ob jetzt der Miner hinter den Turm auf das mittlere Feld platziert wird oder außen, rechts in diesem Fall, neben den Turm platziert wird. Der Ritter wird in jedem Fall angegriffen und das ist einfach extremst heftig. Da könnt ihr schon mal 80% oder so davon ausgehen, dass der Miner den Turm nicht angreifen wird. So, und jetzt das Ganze nochmal außen und wieder greift der Miner den Ritter an. Und er kommt einfach nicht an den Turm ran. So, der Miner hat nämlich noch eine zweite Funktion. Er greift nicht nur den Turm an und soll diesen tanken, sondern falls ihr ein Deck haben solltet oder der Gegner hat ein Deck und er muss unbedingt die Prinzessin ausschalten, um dann irgendwie Fire Spirits oder eine Minion Horde oder irgendwas einzusetzen, dann wird der Gegner ganz oft einen Miner auf die Prinzessin setzen. Das wird sich ganz oft lohnen, das werdet ihr sehr oft sehen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch predikten. Ihr seht, dass der Miner kommt, ich habe die Prinzessin im Feld und bevor jetzt der Miner die Prinzessin angreift, setzt sich ganz schnell Skeletons. Das Ganze geht auch mit Kobolden, Spear Goblins oder Mini-Packer, ein Ritter. Da geht eigentlich alles. Ihr setzt es direkt auf die Prinzessin drauf und dann wird die Prinzessin nicht vom Miner getroffen. Überlebt das Ganze und jetzt könnt ihr die Prinzessin noch in der Offensive verwenden. So, hier jetzt nochmal das Ganze mit dem Mini-Packer. Da klappt das genauso. Der Miner wird vom Mini-Packer einfach komplett zerstört. Und die Prinzessin überlebt das Ganze. Und jetzt könnt ihr wunderbar euren Mini-Packer und die Prinzessin, übrigens eine sehr geile Kombination zusammen, in der Offensive verwenden. Und der Miner hat noch einen weiteren riesigen Vorteil. Er wird nicht nur als Mini-Tank, als Instant-Mini-Tank am Tower eingesetzt. Er kann nicht nur ganz locker die Prinzessin wegtöten, sondern er ist auch einfach ein Monster gegen Gebäude. Besonders gegen die Elixierpumpe oder zum Beispiel Spawner. So, hier habe ich mal eine Elixierpumpe gesetzt und ich weiß, dass der Gegner einen Miner dabei hat. Jetzt kann der Miner, er wird nur von einem Turm angegriffen, jetzt kann der Miner problemlos die Elixierpumpe ausschalten. Die Elixierpumpe hat 5 Elixier gekostet, der Miner nur 3 Elixier. Da kommt der Gegner jedes Mal in einen Elixiervorsprung. Sobald ihr wisst, dass der Gegner einen Miner hat, setzt eure Elixierpumpen in Zukunft gar nicht. Die Option gibt es auch. Lasst die Elixierpumpen einfach weg. Und falls ihr sie setzen wollt, dann setzt sie lieber in die Mitte, sodass der Miner von beiden Türmen angegriffen wird. Noch eine weitere ganz interessante Sache ist, falls ihr gegen einen unerfahrenen Miner-Spieler spielen solltet, dann könnt ihr eure Elixierpumpe genauso setzen, wie ich sie jetzt gerade setze. Und wenn der Gegner nicht so clever ist oder das einfach noch nicht kennt, könnt ihr die Gegner sozusagen so ein bisschen trollen. Und nachdem der Miner dann die Elixierpumpe, zerstört hat, greift er danach den King Tower an. Und ja, dann habt ihr 3 anstatt 2 Türme. Ist eine ganz gute Sache. Klappt auch überraschend oft sogar. Okay, das war's soweit mit den Ingame-Verteidigungen gegen den Miner. Nochmal schnell zusammengefasst, falls der Gegner den Miner an den Turm setzen sollte und er setzt immer wieder an den gleichen Spot, könnt ihr das Ganze predikten, eure Einheiten schon direkt dorthin setzen. Falls der Gegner den Miner zufällig einsetzen sollte, dann setzt eure Einheit, die Schaden dienen sollen, am Miner, Kobolde, Valkyrie, Ritter, Mini-Packer, alles mögliche, setzt diese Einheiten auf den goldenen Spot, das hilft wirklich enorm. Falls ihr eine Prinzessin haben solltet, beschützt die Prinzessin mit Skeletten, Kobolden, Mini-Packer, irgendwas. Und solltet ihr eine Elixierpumpe dabei haben, dann platziert sie clever gegen den Miner. Und noch ein weiterer genereller Tipp. Fokussiert euch nicht so auf den Miner. Der macht nicht viel Damage, der tankt den Turm nur. Falls da Miner-Minion-Horde-Kombination kommen sollte, dann solltet ihr natürlich euch auf jeden Fall auf die Minion-Horde konzentrieren und nicht, dass der Miner schnell stirbt, weil sonst tötet die Minion-Horde in der Zwischenzeit euren Turm. Okay, das war's mit der Episode. Ich hoffe, es war was Lehrreiches für euch dabei. Habt ihr was Neues gelernt? Wenn ja, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Und schreibt auch in die Kommentare, welche Einheit ihr als nächstes in der nächsten Episode sehen wollt. Wollt ihr da wieder mal eine Episode haben, wie man eine Einheit richtig einsetzt? Zum Beispiel, wie setzt man richtig den Baby Dragon ein? Oder was weiß ich. Oder wollt ihr den nächsten Counter-Guide haben, wie man Karten einfach besiegen kann. Zum Beispiel
Packer Double Prince oder sowas. Wie countert man die Double Prince Kombination? Ich bedanke mich natürlich wieder bei Anonymous, der hat mir geholfen, das Video zu erstellen. Einer der besten deutschen Spieler überhaupt, auch einen gemaxten Account. Hat einen eigenen YouTube-Channel, macht das Ganze mit einem Streamer zusammen, mit dem Hurrikan, kennt ihr bestimmt auch schon. Checkt deren YouTube-Kanal aus, Link ist in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream oder in der nächsten Episode. Alles klar, Leute, haut rein.